einer unglaublichen Schlacht, muss man fast sagen. Auch wenn es am Ende recht ausgegangen ist, aber wie viel Stolz ist da heute dabei bei der Mannschaft, bei den Fans? Schon sehr viel. Also es war absolutes Fußballfest. Wir haben gezeigt, dass wir auch auf dem Level mitspielen können. 3:0 aufholen an Anfield Road, glaube ich, ist noch nicht so viel Mannschaften gelungen. Es war ein sehr wichtiges Spiel für Liverpool. Es ist nur schade, dass wir die erste halbe Stunde nicht unseren Fußball am Platz gebracht haben, nicht so mutig waren. Es war schade, weil das Gefühl vor dem Spiel schon so gut war, viel Energie war und dann haben wir das nicht so umgesetzt. Aber ja, die Mannschaft ist sehr, sehr jung und Liverpool hat es natürlich auch richtig gut gemacht. Aber es wäre noch mehr drin gewesen vom Ergebnis und nach dem 3:3 war das Momentum auf unserer Seite. Okay, wir sind trotzdem sehr, sehr stolz und trotzdem ist es schade, dass wir nicht was mitgenommen haben, was Zählbares. Nach dem 0:3, eigentlich kurz vor dem 0:3, nach einer halben Stunde, hat der Jesse umgestellt von Doppel 6 auf Raute. Plötzlich hat es funktioniert. Das ist ein Zeichen von Klasse des Trainers. Ja, sicher. Wenn man reagiert in ein Spiel und dann umstellt und es funktioniert dann, ist das ganz klar Klasse vom Trainer und man sieht auch, wie die Mannschaft Fußball spielt und welche Energie, mit welcher Power. Und das zeichnet auch den Jesse aus und ich sage immer, so den Charakter von einem Trainer sieht man auch auf dem Platz. Das sieht man gerade auch bei der Mannschaft. Wir sind furchtlos mutig, richtig viel Energie und es macht Spaß zuzusehen. Wahrscheinlich schwer, heute Leute auszuheben, aber die zwei Asiaten, also der Daki und der Jean-Juan, haben ein Riesenspiel gemacht. Kannst du kurz was zu ihrer Leistung sagen? Wir haben beide ein unglaubliches Spiel gemacht. Ich weiß nicht, was die zwei da gelaufen sind und auch wie sie Fußball gespielt haben, waren schon herausragende Leistungen, aber ich glaube, die ganze Mannschaft hat es dann einfach richtig gut gemacht, auch Eindruck im Wepo im Mittelfeld. Sehr schwierig, wen rauszuheben, aber ja, natürlich Daki und Hitchan mit Assists und Toren und so einer Leistung waren schon beeindruckend. Zur Atmosphäre vielleicht kurz, über 50.000 Leute, 3.000 aus Salzburg, wie hast du das Ganze miterlebt? Auch, dass die Mannschaft dann nicht mehr von den eigenen Fans eine halbe Stunde noch spielen, der Feier war nicht, sondern auch von den Liverpool-Fans. Ja, ist kommt, glaube ich, nicht so oft vor und macht uns sehr, sehr stolz, wie aus Red Bull Salzburg, aus einer kleinen Liga, kleiner Verein, das erste Mal in der Champions League so aufzutreten und dass es honoriert wird. Es war einfach ein cooles Fußballspiel. Und in Liverpool waren schon viele große Spiele und ich glaube aber, das bleibt auch in Erinnerung. Das ist schon richtig eine coole Geschichte. Die Atmosphäre war beeindruckend, vor allem die Stimmung von unseren Fans war beeindruckend, aber was jetzt nachher abgegangen ist. Das genießen wir gerade, obwohl es trotzdem bitter ist, dass wir nichts mitnehmen. Ja. Von der Einschätzung, Herr Christoph, das 6:2 oder jetzt die Aufholjagd und das Ihre 4:3 gegen Liverpool, was schätzt du höher ein? Ja, von der Leistung, glaube ich, waren beide Spiele herausragend. Noch schöner war das 6:2, weil da haben wir einen Sieg gefeiert und im Endeffekt zählt natürlich, was unterm Strich rauskommt. Aber wie sie sich heute präsentiert haben, war das auch wieder beeindruckend. Und in der Champions League jetzt 2 Spiele, einmal 8 Tore, einmal 7 Tore. Also vielleicht überlegt die UEFA, dass wir nicht so schlecht dorthin passen. Ja, also, wir hoffen, dass wir da immer wieder mal dabei sind. Bis jetzt haben wir uns sehr gut angefreundet mit der Champions League. Die englischen Journalisten haben ja oben haben auch keine Worte dafür gefunden. Haben gesagt, they're brilliant. Solche Aufholjagden hat es ja da selten gegeben. Ist das für Salzburg und für das kleine Österreich so richtig guter Schulterklopfer? Ja, natürlich war es wieder Ausrufezeichen, glaube ich. Nimmt Europa wahr. Wie wir Fußball spielen und mit welchen Jungs wir Fußball spielen. Und einfach die Krönung haben wir uns heute dann nochmal runternehmen lassen vom Brot. Das ist das Einzige, was ein bisschen bitter ist. Aber trotzdem war es ein richtig cooler Fußballabend, der was lange in Erinnerung bleiben wird. Ja. Nach den 2 Leistungen, die man bis jetzt gezeigt hat, ich sag's immer klar, ich schon mhm. Aber kann man nicht auch immer jetzt mittlerweile sagen, ihr habt absolutes Potenzial, um auch in der Champions League zu überwinden? Ja, Potenzial hat die Mannschaft viel, aber wir wissen schon, gegen wen wir auch spielen. Und wir sind immer noch Außenseiter. Jetzt spielen wir dann gegen Napoli 2-mal. Ja, da wird sie sich dann eh weisen, wo es hingeht. Aber wir freuen uns aufs nächste Heimspiel. Wir wissen, was wir in unserem Stadion zu leisten imstande sind. Wir haben schon so lange nicht mehr zu Hause auch verloren. Das Stadion wird wieder kochen. Die Jungs sprühen vor Energie. Also ist alles möglich. Schauen wir mal. Aber Grundziel bleibt, dass wir überwintern. Und alles andere, was noch kommt, nehmen wir mit. Aber wir freuen uns einfach auf die Spiele. Ganz kurz vielleicht noch vor dem Spiel habt ihr ja einen Kopf mit der Leopold. Mhm. Wie ist das abgelaufen? So wie der ganze Verein wirkt und sich präsentiert, sehr, sehr respektvoll, extremer super Ort. Also ja, beeindruckend. So wie sich der Verein generell präsentiert, finde ich. Ja, ein Weltclub, der was dann aber das nicht dir zeigen muss, dass sie eigentlich ganz ein anderes, auf einem anderen Level vielleicht sind wie du, sondern ja, sie begegnen dir auf Augenhöhe und ja, sehr beeindruckend. Was kann man da mitnehmen von so einem Treffen? Du sportlich, also Sportchef bei Salzburg, kann man da irgendwelche Sachen auch für einen eigenen Verein dann auch nutzen?
ja, wie sie sich präsentieren und wie demütig sie sind, trotzdem sind, obwohl sie so viel erreicht haben. Das glaube ich, kann man schon mitnehmen. Ich glaube, dass man dieselben Spieler scouten und kaufen, das kann man nicht mitnehmen, aber es ist schon beeindruckend, ja, wie sich der Verein präsentiert. Einfach sehr sympathisch und darum, glaube ich, ist das Ganze auch da so, wie es ist. Ja, danke.